Stell mir das nur noch mal kurz auf dem Handy ein, ne? Das ganze Prozedere kennst du ja wie immer. Wahrscheinlich sollte ich auch mal mein Gut, Musik läuft, Chat läuft, alles läuft. Junge, 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 Junge. So, beim letzten Mal war ich ja hier mit dem Cass gewesen, also nicht hier, sondern hier im Viertel der Industrie. Die meckern bei Sackgasse. Bitteschön. Da steht ein einzelner Strommast. Kann das sein? Nein, da steht kein einzelner Strommast. Da scheinbar habe ich... Ah, das ist eh nicht verbunden. Von daher ist das Schnurzpiep egal. Komm, ich reiß das weg, weil das Gebäude ist sowieso aus. Dann spare ich mir da halt nochmal so ein bisschen die Monetas. So, ich habe zwar aktuell mal Plus. Ich traue dem Frieden aber absolut nicht. Kommt das denn her? Die gehen natürlich ein. Weil eine Straße fehlt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es dazu kam, dass da überhaupt irgendwas ist. Komm, das reiß mal weg. Das ist doch Quatsch. Sie. So. Da ist noch so ein ganz kleines Stückchen. Flupp. So. Industrie crasht immer noch mega nach oben. Ich möchte gerne noch mehr Wachstum haben. Straße, die könnte ich eigentlich ja auch wegballern. Es ist schon ganz schön ordentlich. Ich überlege, das jetzt zu einer zweispurigen rauszuknallen. Für jeweils, ja genau.
Mist. Ist natürlich jetzt schade. Aber kann ich die nicht einfach... Sie überhaupt nicht. Halt. Da noch. Gar nicht. Liegt das jetzt echt nur daran? Ich glaube, es war eher weniger. Ich glaube, hier muss ich echt eine zweispurige machen. Nee, muss ich gar nicht. Weil schau dir mal jetzt, das liegt echt daran. Oh, hier ist gerade einer despawned. Ich meine, solange das jetzt hier grüne Zahlen sind, finde ich das völlig in Ordnung. Die meisten kommen. Kommen wirklich aus streamen alle gleichzeitig. Ja, bei mir ist aber nicht lange, noch von Stündchen. Ich muss ja morgen arbeiten. Da muss ich ein bisschen so die Ohr auf den Blick haben. Ah, die scheinen mir wirklich alle so ein bisschen aus meinem Wohngebiet zu kommen. Das mit dem, das endet... Ach, eine U-Bahn ist da, ne?
Hier scheint es ja soweit in Ordnung zu sein. Dann würde ich sagen, dann fange ich mal an, hier so ein bisschen. Aber wirklich nur. Ja, dann mache ich. Ich weiß hier jetzt einfach nochmal Industrie ein bisschen aus. Ich weiß, dass das jetzt nicht so ganz korrekt ist. Das mache ich aber halt jetzt auch nur deswegen. Um hier erstmal überhaupt wieder ein bisschen Plus zu fahren, ohne hier nochmal irgendwie großartig jetzt Geld auszugeben. Ich möchte mir halt schon gerne so ein bisschen Puffer wieder aufbauen. Was ist denn da oben los? Aha. Aha, aha, das ist eine reguläre Autobahn. So. Aber die wird ja scheinbar eh nicht benutzt, oder? Hier bin ich mir unschlüssig, ob sich das auflöst oder nicht. Ich meine, runterwärts geht's ja. Die wollen halt unwahrscheinlich dolle rein. Haben die sich mittlerweile ein bisschen eingekriegt? Ich weiß, dass das ein weiter Weg ist, aber das ist nur provisorisch. Wie gesagt, ich bin erstmal gerade nicht gewillt, Geld auszugeben, sondern lieber mal wieder seit langem Geld einzunehmen. What does it smell like to smell a mountain? At Jubilee, we're committed to letting you do the impossible. And now we've succeeded in letting you drive the undrivable.
The Jubilee Dementia. The car engineers said shouldn't be made. Test drive one today and experience. Ich habe mir jetzt einfach mal kurz mein Betrag aufgeschrieben. Jubilee. Be reasonable or be fast. Um das mal so ein bisschen dann vielleicht zu vergleichen so. Al hier. I have a question for you guys. Do you ever wonder how the mailman delivers mail to the whole city? So, und hier hätte ich jetzt gerne mal so ein bisschen Klarheit, so ein bisschen. Einfach mal eine Straße auflösen zum Beispiel und sagen, bitte, bitte geht mal in ein anderes Viertel. Now the hit Equine Economic Simulator has a new expansion that delves into the cutthroat world of real estate. Hier die zum Beispiel. Stable markets. Can you work your way from lowly horse to be the head of a major real estate empire? Can you spin your holdings into a billion-dollar conglomerate? Can you work your way under the fence and out of your pen and onto your life as a property mogul? Spreadsheets have never been hotter. Pre-order now and get a free horse hat. Horse Economy 3, Stable Markets. So, und dann können die nämlich darüber ziehen. Wo ist meine Orientierung? Nö, und dann kommen sie einfach mal hier so rein. Oh, da wird schon gebaut. Sehr gut. Ich fahre wieder minus. Das finde ich nicht schön. Strom und Wasser ist noch genug da. Ja. Komm schon. Also, da ist schon. Da ist. Hier habe ich schon. Hier könnte es noch weitergehen. Ah, komm. Industrie hat immer noch eine gute Nachfrage. Darf sie haben?
Ah, das wird's gut verstopfen, denke ich mal. Ich kann mir sehr gut vorstellen. Ach, da habe ich schon ausgewiesen. Alles klar. Na gut, ich lasse das jetzt einfach mal hier so laufen. Guck mal, hier fehlt ja sowieso eine Straße. Warum auch immer. Dann nehme ich die einfach weg. Das Lied kommt mir sehr bekannt vor. Servizegebäude möchte ich natürlich nicht abreißen wollen. Eine Oberschule. Bitteschön. Und das ist hier eine Turn- und Fitnesshalle. Bitteschön. Da sind die froh drüber. Okay. Kein Bock auf Zuwachs oder was? Was denn hier los? Hoppi, hoppi, ich brauch bloß. Na, ein bisschen mehr plus, bitte. Nicht nur so ein paar Kröten. Ich meine, Pi mal Daumen, eine halbe Stunde höre ich jetzt schon wieder auf mit dem Stream. Und ich möchte da wenigstens etwas mehr als 2176 lesen wollen. Weil das war ziemlich die letzte Zahl, die ich mir aufgeschrieben hatte.
Weißt du, damit man... Oh, schön kalt. Zitronenwasser. Mm, yummy, yummy. Aber irgendwie sehe ich hier nichts vom Zuwachs. Im Gegenteil. Doch, hier ist... Ja, aber das ist... Pff. Ist nichts. Was sagt denn der Zug? Oh. Scheint ja guter Verkehr zu sein. Naja, ein bisschen zumindest. Das ist ja schon mal gut, dass die das Ding wenigstens auch nutzen. Aber, Alter. Das Ding endet hier im Nirgendwo, oder was? Der Strom. Ja, dann... Tschüssi. Die U-Bahn? Achso, die ist sowieso aus. Okay. Aber eine Straßenverbindung? Nee, gibt's ja gar nicht. Es gibt keine Straßenverbindung. Bitteschön, ihr armen Menschen. Was hatten die denn? Nicht genügend Kunden? Ja, wie denn auch, wenn da eine Straße gefehlt hat? So, jetzt müsste es da auf jeden Fall wieder gehen. Oh, wow. Aber ich glaube da nicht dran. Das ist mir nicht stabil genug. Wie gesagt, das muss höher als hier. Hier muss mehr als ein 6 stehen. Dann erst ist er happy. So, so, genau. Und jetzt wird's bitte noch höher. Dass ich meinen Geldbeutel einfach mal so ein bisschen erholen kann. Ja, genau. Und bitte so konstant bleiben. Habe ich absolut keine Einwände. Das wäre voll schön. So, Zuwachs ist ja halt immer noch nicht sonderlich. Ich meine, hier muss noch, da muss noch, der ganze Bereich hier muss noch. Alter, das wäre das Erste, wo ich hinziehen würde. Zack, ab, ran ans Ufer.
Jo. Viele junge Leute. Das sieht schon für mich aus wie so eine Sterbewelle. Kann man das so nennen? Also wenn hier, wenn die alle mal alt sind und mal wegsterben, dann... Aber gut, das kann jetzt auch sein. Ich meine, wenn man bedenkt, wie viele Häuser ja eigentlich noch hinpassen. In dem Verhältnis geht es, aber so wie es jetzt aktuell ist, sieht es für mich doller aus. Lärmpegel. Das ist so ein bisschen wegen der U-Bahn, ne? Aber ist nicht so schlimm, da kann ich ein paar Bäume hinbauen. Und dann müsste sich das eigentlich auch da ein bisschen geregelt haben. Ah, kommen ordentlich welche raus, ne? Nicht schlecht. Also wird sich jetzt natürlich nicht verändern. Glaube ich zumindest, oder? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wo war sie? Wo war sie denn? Wo war sie denn? Da ist er. Ja, die sagen auch schon, oh Gott. Diese U-Bahn. Ich schon gesagt, dass ich glücklich darüber bin. Also der Baum ist höher als das Paus. Das kann ich nicht bringen. Ja, hier. Aber hier ist sowieso ein Weg. Square Packages, the packaging specialists are proud to present a box on both your houses. Aber schön, dass es nutzen, ne? The invention of the box and the family rivalry that nearly destroyed it. It's a tale about opening your home. Guck dir mal mein Konto an, wie sich mein Konto erholt. Wup, wup. Find ich toll, find ich ganz, ganz toll. Wenn man nicht so dabei sitzen müsste und aufpassen müsste, dass da kein Unfug getrieben wird, würde man sagen, gut, wir lassen das jetzt einfach mal laufen für, keine Ahnung, 2, 3, 4 Stunden. Ich mache mein Ding hier so zu Hause und dann gucke ich da einfach mal nach. Aber du musst da immer ein bisschen aufpassen. Es hat nicht gereicht. Hat ja nicht gereicht? Ach, schade. Ach komm, dann kriegst du noch mehr. Komm, ich deck dich ein. Das müsste dir doch nun langsam mal reichen.
Weil man sieht ja schon gar nicht mehr den Eingang. Also ich renne da durch, ne? Das ist ihnen scheißegal, ob da Bäume sind. Vor allem, wie sinnfrei das ist. Hast du das gerade gesehen? Die laufen, anstatt einfach so. Jetzt ist es weg. Es muss aber nichts heißen. Oh, schön. Industrienachfrage ist natürlich immer noch ordentlich. Ich schau da mal nach. Oh. Aber muss man ja schon mal sagen, da hat mir der Cass ordentlich aus der Patsche geholfen, Alter. Was stimmt denn hier nicht? Ja, bye bye. Man hätte sich ja auch freuen können. Warte mal, ich bleib mal kurz unten. Mach das so. Hoppala. So. Jawohl. Die sind auch ein bisschen traurig, wa? Ich meine, ich kann ja hier vorsichtshalber auch noch Industrie hinbauen. Denen fehlen die Kunden. Mir juckt's echt in den Fingern. Mir juckt es so dermaßen in den Fingern. Aber ich traue es mich einfach nicht, weil ich dann wieder Schiss habe, das dann heißt, ja, das ist jetzt aber nicht richtig. Ich meine, wir hingen ja schließlich 6 Stunden an den Quatsch hier dran, weißt du, und das dann nochmal umzubauen. Ah. Nicht, dass das dann auch so als unfreundliche Geste gewertet wird, weiß man ja auch nicht so.
Da ist schon wieder despawned. Komm, ich mach das jetzt einfach. Tschüssi. Das ist ja... Was war denn das gewesen? Ich meine, weil einfach aus dem Grund gucke ich jetzt hier, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt hier eine schnellere Autobahn... Heute nichts los hier? Nee, heute ist nichts los. Es bringt nichts, wenn ich hier eine zweispurige Autobahn mache. Und dann fängt sich an, hier zu stauen, weil die einfach mal alle gar nicht so viel Platz auf dieser Straße haben. Also es ist halt nur eine stinknormale Straße, oder? Ist zu steil. Hier auch. So heißt das, ich muss das ganze Ding einmal umstrukturieren. Ach, ihr Süßen, das tut mir so leid. War es hier nicht gerade irgendwo blau? Ach so, weil es nicht angedingsbumst war. Angedingsbumst. Kann ich ihn hier als kürzestes machen. So. Also das ist hier aber auch im Maximalen. So. Dann hole ich hier nochmal Le Baguère. Es ist... Sorry, das gefällt mir nicht. Das sieht einfach mal aus wie hingekotzt und hingeschissen. Verlängert die mal noch. So.
So, dann haben sie schon mal das. So, und währenddessen kümmere ich mich darum. Nimm mal gucken, ob das so richtig ist, was ich hier mache. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Ohne Scheiß. Was ist das Problem? Oh. Sehr gut. Aber da sieht es gleich gleichmäßiger aus. Dann überlege ich, ob ich es hier auch nochmal wegrupfe. Oh, das war zu viel. Das wollte ich so nicht. So. Scheint alles aus zu sein. Gut. Ich bin sehr darüber froh. Ich hab's nicht schneller gemacht, ne? Irgendwie. Täusche ich mich. Richtung noch ändern an dem kurzen Stück. Also hier auf jeden Fall. Verlieh, warum? Ah ne, das war nur Optik. Gut, dankeschön, das wäre mir nicht aufgefallen.
Das gefällt mir nicht. Ich überlege echt. Mein Gedankengang war, vielleicht hier nochmal eine auf zweispurig zu machen. Ob es da vielleicht irgendwie besser geht. Okay, ist ausgeblieben. Aber genau dann ist das halt mein Gedanke. Und es wird halt hier auch nicht anders sein, einfach aus dem Grund, weil wenn hier zwei hoch können, und die nutzen, hier diese ganz rechte nutzen sie nicht. Sie nutzen also dennoch nur eine. Und so hab ich jetzt mehr Chaos verursacht als... What does it feel like to drive a cloud? What does it feel like to steer a river? What does it smell like to smell a mountain? At Jubilee, we're committed to letting you do the impossible, and now we've succeeded in letting you drive the undrivable. The Jubilee Dementia. The car ich find's halt nur, shouldn't be made. Test drive one today. Krass, weil ich meine,
guck dir mal diesen gigantischen Stau an. So. Wenn man aber bedenkt, dass das Industriegebiet noch nicht mal vollständig ausgebaut ist, wie soll denn dann erst der Stau sein, wenn das dann halt vollständig ausgebaut ist? Also dieses Spiel killt mich. It's the sound of refreshment. Pop soda refreshment. Pop soda. Belch the best. We all want to be prepared. We all want to be sure that the people we leave behind don't think we're jerks. That's where Final Insurance comes in. We provide peace of mind for when you rest in peace. For a small monthly sum, you can spend your final years knowing that Final Insurance has everything taken care of. Final Insurance, the last insurance you'll ever need. You're listening to Cities Radio, the best music. Die machen das aber nur wegen dem Güterbahnhof. Sprich, ich könnte Hoffnung haben, weil es sollten ja 4 solcher Dinger hier hin, ne? Eins hier, eins hier oben, irgendwie hier so ran und irgendwie so noch hier. Dass sich dann der Verkehr so ein bisschen aufteilt, was das Zugnetz betrifft. Weil aktuell haben die ja nur... Ich hoffe, ich verstehe das auch so richtig alles, was ich hier quatsche. Ah nee, die haben dann noch einen. Hat der aber auch einen Anschluss? Nee, hat er nicht. Naja. Püppi, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn sie alle da nur zu dem einen fahren. Mensch, Mädel. Weil es überhalb ist. Aber hat er keinen Bock drauf. Mist. Aber ich mache ihn trotzdem einfach mal mit an. Der ist an. Was habe ich denn hier? Kann es sein... dass das nur eine Station ist. Ja. Gut. Ich habe nichts gesagt. Ich bin... Aber siehst du das Problem? Der ist an. Der ist aber trotzdem nicht angeschlossen. Eine Zuglänge entfernen. Das wird hier ein bisschen knapp, du.
Und da geht's vor allen Dingen schon nach oben. Kann ich es nicht einfach so anschließen? Irgendwie wenigstens? Oder wenn man... Welche Knöpfe müsste ich denn drücken, Mensch? Wenn man jetzt sagt, guck mal, so von hier aus. Ah, nee, macht's nicht. Scheiße. Wenn man halt sagt... So geht gut. Und dann kann ich ja theoretisch so bauen. Nee, dann kreuzen sie sich. Das muss schon noch so gehen. Dann mache ich es nochmal weg. Na siehst du. Klappt doch. Ich mach's mal ein bisschen länger. So. Jo. Ich meine, das ändert nichts an der Situation, die hier ist. Das schöne Lied wieder. Es bleiben trotzdem nur... Oh, ich muss aufhören, ey, diesen Stream zu machen. Es bleiben trotzdem nur so wenige. Also nur eine Spur davon. So ist es völlig piepschnutz egal. Ich lasse das aber trotzdem mal, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es ja hier nochmal irgendwie runtergeht. So, dann war es das jetzt erstmal für den Stream hier. Ich werde das Spiel aber noch ein bisschen im Hintergrund einfach nur laufen lassen, damit ich mal ein bisschen mehr Cash habe. Nicht lange, maximal eine Stunde, dann war es das auch schon. Und dann geht's weiter im nächsten Stream. Ich hasse dieses Wort. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.